Dramatischer Landeanflug der neuen Präsidentenmaschine Argentiniens. Handyvideos filmen, wie die Boeing auf dem Flughafen in Buenos Aires zur Landung ansetzt, dann aber im gefährlichen Tiefflug leicht gekippt über die Landebahn donnert. Das Unglaubliche daran, es ist nicht irgendeine Maschine, es ist der Flug AGR-1 aus Miami, quasi die argentinische Air Force One. Das Flugzeug des argentinischen Präsidenten Alberto Fernández ist niegelnagelneu, eine 757-200 mit VIP-Konfiguration, Kosten knapp 25 Millionen Euro aus der klammen argentinischen Staatskasse. Der Flieger brettert zur Begrüßung der Heimat im Tiefflug über die Start- und Landebahn. Plötzlich heulen die Triebwerke auf. Mit eingeklapptem Fahrwerk fliegt der Pilot eine steile Linkskurve. Ein irres Manöver. Und auch wenn der Pilot offenbar wusste, was er tat, schockt dieses krasse Manöver viele Argentinier am Boden.